Spiel heißt Catchworker und es ist ein Ein-Personen-Spiel und man muss probieren, die Herzen einzusammeln und Äpfel. Und wenn man gegen Steine oder gegen Türme rennt, aber die grauen Türme, dann bekommt man auch Punktabzug. Bei den pinken Türmen bekommt man noch mehr Punktabzug. Ja, also meine Figur kann schwimmen und muss halt probieren, 350 Punkte zu bekommen, damit dann das Spiel gewonnen ist. Oh, das waren versteckte Punkte. Ja. Und ab und zu gibt es halt in diesem Wald, diesem bunten Wald, hier noch Punkte, wenn man da manchmal gegen Bäume oder so läuft, bekommt man da auch noch Punkte und wenn man einen Stern findet, bekommt man noch mehr Punkte. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Am Rande des Waldes. Ja, aber da ist ein Stern. So. Ja, und ich behalte 350 Punkte und es gibt einen großen Baum und der gibt besonders viele Punkte, aber da drum ist eine Mauer und wenn man gegen einen von diesen Türmen läuft, bekommt man ziemlich viel Punktabzug. Okay. Das muss man sehr... Man braucht vermutlich eine Weile, um es dann durchzuspielen, weil man nicht genau weiß, für was man... Ja. Oh je, Punkte und Punktabzug bekommen. Okay. Oh, das gab in der Tat viele Punkte. Ja, aber dafür ist der Baum jetzt tot, also die Bäume müssen dann immer K.O. sein. Ja. Klar, sonst könnte man ja ständig Punkte machen und hätte sofort gewonnen. Ja, jetzt sehe ich nichts. Okay. Okay. Ja, und die Bäume, die meisten Bäume, also die ganz normalen grünen Bäume, geben halt auch Punkte. Und, ja. Und jede Figur gibt nur einmal Punkte oder man bekommt nur einmal Punkte. Kann man eigentlich verlieren? Also ich habe jetzt den einen Turm so programmiert, dass er zum Glück nicht mehr hier explodiert, sonst könnte man verlieren, aber sonst eigentlich nicht. Okay. Ich finde jetzt die anderen Punkte nicht. Gut, Dankeschön.